Funktioniert? Ja, es funktioniert! Es funktioniert! Ich komme nur schlecht dran, aber es funktioniert. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir schauen uns Foundry an. Eine Art Satisfactoria. Willkommen, Bediener. Ich bin Karl, deine künstliche Intelligenz fürs Fabrikmanagement. Okay, Karl. Wo bist Dieser du, Karl? Dieser ressourcenreiche Mond wurde von der Foundry Initiative ausgewählt, um in ein Zentrum der verarbeitenden Industrie umgewandelt zu werden. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Zahlreiche Teams, ähnlich dem unseren, wurden mit den ersten Aufgaben betraut. Okay, Karl, aber was ist das für ein Tier hier? Betriebe einrichten, um eine stabile Versorgung mit wichtigen Metallen Karl, zu gewährleisten. Karl, was ist das hier, Karl? Mein Ziel besteht darin, dich bei der Einrichtung dieser Anlage zu unterstützen. Bevor wir jedoch beginnen, müssen wir uns einen Überblick verschaffen. Öffne die Karte, um deine Umgebung zu prüfen. Karl, aber ich will erstmal wissen, was das hier für ein Steinbock-Schafvieh ist. Öffne die Karte. Ja, ich würde sagen mit M, ne? Okay. Fantastisch. Es gibt mehrere Erzstätten in der Umgebung. Öffne dein Inventar und rüste den Erzscanner aus, um die Lagerstätten zu finden. Erzader. Lass uns doch erstmal nur die Erzader anzeigen. Okay, da gibt es ja hier. Da und da sehr wahrscheinlich. Oder gucken wir mal. Wir sollen den Erzscanner ausrüsten mit unserem Inventar, was wir auf B liegen haben. Das ist der. Einmal auf die 2. Dankeschön. Haben wir. Um loszulegen, nähere dich den beiden Erzstätten und baue etwas Erz ab. Ist egal, was ich abbaue. Ah ne, Titium oder was das hier ist. Das sollen wir abbauen. So, komm, mit dem Bohrer. Mamme. Gib mir das Erz, das brauche ich. Ich will trotzdem wissen, was das für ein Tier ist. Das ist, ich möchte das einfach wissen. Ja, 100 haben wir, aber ich brauche noch ein bisschen mehr ab. Wenn wir schon mal da sind, dann können wir ja direkt loslegen hier. Ah, die Grafik erinnert schon sehr an Minecraft. Wirklich sehr, sehr an Minecraft. Okay, was ist das hier? Kann man das nehmen? So, den Scanner wieder. Jetzt brauchen wir das andere Zeug. Landeplatz. Da hinten in Quadrat XY. Da haben wir es. Okay. Auch 100 davon. Okay, machen wir. Kriegen wir hin. Kein Thema. Da läuft auch ein Tier. Ist das dasselbe? Ich glaube ja. Großartig. Jetzt, wo wir unseren ersten Erzvorrat haben, können wir ihn zu Platten und Stäben verarbeiten. Oh, okay. Geh zurück zu deiner Abwurfkapsel und verwende die eingebaute Schmelze, um deine ersten Grundmaterialien herzustellen. Wir haben eine eingebaute Schmelze. Das ist praktisch. Das ist gut. Die nehmen wir mit. Weil ich nehme trotzdem ein bisschen Zeug hier mit. Warum soll ich das hier so alles liegen lassen? So, da. Kann ich auch hier irgendwas anderes nehmen? Nee, kann man das hier nehmen? Nein. Zur Schmelze eingebaut. War die eben auch schon da oder ist die mir gar nicht aufgefallen? Okay, keine Ahnung. Einlegen. Jawohl. Und einlegen. Jawohl. Also aus dem Material Technum machen wir Technumstäbe. Und aus dem Material Xenopherit machen wir Platten. Können wir dann einfach hier rausnehmen. Zack. Okay. Dann warten, bis es fertig ist.
Mit den Grundmaterialien können wir Baublöcke herstellen, die als Fundament für andere Gebäude dienen. Dazu musst du das Herstellungsmenü öffnen und die gewünschten Gegenstände anklicken. Das Herstellungsmenü. Platziere sie anschließend in Form einer Plattform neben einer der Erzstätten. Okay. Das orangefarbene Erz wird stärker nachgefragt. Ich schlage vor, damit anzufangen. Baublock, Kiste. Ja gut, ich gehe da mal rüber. Wir sollen hier... Ich möchte wissen, was du für ein Tier bist. So, du bist jetzt mein Begleiter. Ja, du bist süß. Dich nehme ich mit. Oh. Okay, ich bin abgelenkt. Das Tierchen hat mich abgelenkt. Wir wollten auf C und wir sollen Baublöcke herstellen. Diese hier. So, haben wir gemacht. Jetzt müssen wir die bestimmt da unten reinlegen und auch dann platzieren. Können wir auch gedrückt lassen? Ja, können wir auch. Warum heult es? Was hat es? Ich weiß es nicht. Wir brauchen aber 30 Stück. Okay. Dann laufen wir mal wieder rüber. Sammeln noch hier das ein. Und... Ah, falsche Taste. Okay. Tablet, Ziel kopieren. Aha. So, 30 Baume haben wir. Da können wir bestimmt irgendwas gleich schön drauf bauen. Freue mich schon. Warum schreist du so? Sag nicht, dass ich dich füttern muss. Ich möchte dich nicht füttern. So, haben wir gemacht. Um den Erzabbau zu automatisieren, müssen wir eine Bergbaudrohne einsetzen. Stelle eine her und platziere sie auf deinem Fundament direkt neben der Erzstätte. Eine Bergbaudrohne. Kriegen wir die hier wieder? Wo haben wir die? Bergbaudrohne. Das ist eine Bergbaudrohne. Können wir sogar eine machen. Wunderbar. Sollte ich die nur dann gleich rübernehmen? Das ist Inventar. Haben wir die jetzt nicht irgendwie... Aufgabe erledigt, da ist sie. Okay. Und die sollen wir dann jetzt hier hinstellen, ne? Okay, da steht Tafel. Das heißt, wir stellen so rum, passt. Drohnen benötigen wie die meisten anderen Gebäude Strom. Lass uns einen Biomassegenerator auf demselben Fundament bauen, auf dem die Bergbaudrohne steht. Okay. Sobald er fertig ist, musst du einige Pflanzen und Bäume mit deinem Bohrer ernten, um Biomasse zu sammeln. Kann ich nicht jetzt schon Pflanzen und Bäume? In den Generator, um alle Gebäude, die auf demselben Fundament stehen, mit Strom zu versorgen. Ich mache leider die Erde hier kaputt. Ich nehme lieber den Baum hier. Dann mache ich weniger kaputt, oder? Biomasse. So, ich hole jetzt erstmal die Biomasse. Ich mache die erstmal frei. Ne? Natur ist nicht erlaubt in einem Fabrik spielt, muss die Natur einfach mal weg. Beste, was wir machen können. So, wir brauchen Biomasse. Dafür brauchen wir noch die Chromiumplatten, die wir hier haben. Ich frisst es doch. Weiß gar nicht, was es hat. Ich verstehe es nicht. So. Ich verstehe es nicht. Da stellen wir schon mal einen her. So, Baum weg, Pflanzen weg. Braucht kein Mensch. Cool, dass wir hier in die Erde graben können. Das ist cool. Das gefällt mir. So, Biomasse haben wir. Zack, den sollen wir hier mit drauf. Okay. Tja. Und aktivieren. Inventar verwalten. Fehlender Treibstoff. Inventar verwalten. Können wir das hier rüberziehen einfach? Ah, so geht's. Okay. Er läuft. Er läuft. Ah, mit 20 soll man den auffüllen. Okay. Ich gehe noch ein paar Bäume hier holen. Damit wir hier noch ein bisschen Platz kriegen.
und natürlich unsere Biomasse. Ach, das sind solche Drohnen. Ja, cool. Schau nur, wie deine Bergbaudrohnen das erste automatisierte Erz abbauen. Das ist fein. Schick? Ja. Wie Wo bringt ihr das hin? Wir müssen weitermachen. Lass uns als nächstes eine Schmelze bauen. Eine Schmelze sollen wir bauen. Ja, lass mal gucken. Bergbaudrohne, kleine Schmelze. Haben wir sogar. Haben wir sogar genug Material für. Ich sehe aber nicht, wie lange das dauert, ne? Sondern die sind irgendwann fertig, oder? Da ist er fertig. So, Schmelze. Die Schmelze ist effizienter als das in der Abwurfkapsel eingebaute Gerät. Daher solltest du von nun an nur noch diese Maschine nutzen. Okay. Ein weiterer Vorteil ist, dass Schmelzen automatisiert werden können. Oh, dazu gut. Musst du mit Hilfe von Ladern und Förderbändern eine Bergbaudrohne mit der Schmelze verbinden. Okay. Lass uns damit beginnen, die benötigten Maschinen zu bauen. Wir brauchen zwei Lader. Einen für die Schmelze und einen für die Bergbaudrohne, sowie einige Bänder, um sie zu verbinden. Ja, mal erstmal zwei Lader. Nimmst, werde ich das Missionskommando über unsere Fortschritte informieren. Ja, seltsamerweise kann ich keinen Kontakt zum Missionskommando herstellen. Es könnte sich um eine technische Störung handeln. Ich werde es weiter versuchen. Okay, also wir sind auf uns allein gestellt. Dankeschön. Ich habe nichts anderes erwartet. So, aber... Den könnte man jetzt hier dran, wenn ich das richtig sehe, ja. Kommt der dann hier dran, oder? Ja, klar, weil das ist ja für die Drohnen, ne? Das müsste funktionieren, wenn ich das richtig sehe, oder? Dann brauchen wir mal 1, 2, 3. Ah, machen schon mal 4 Bänder, komm. Bänder gehen schnell, das ist okay. Die haben wir auf die 3. Von da nach da. Funktioniert? Ja, es funktioniert! Es funktioniert! Ich komme nur schlecht dran, aber es funktioniert. Rein mit dem Material. Rein damit. Naja. Vielleicht sollten wir hier noch einen Lader hinbauen. Obwohl, ich glaube, der ist einfach nur langsam, ne? 20 in der Minute schafft er, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ich soll 20 Förderbänder, warum? Wo soll ich das denn hinführen? Es funktioniert doch. Na gut, dann stellen wir noch 20 Förderbänder her. So, da haben wir noch 2 und das nehmen wir natürlich raus. Und mal noch andere Förderbänder. So, 14. Geht aber trotzdem mal hinten hin. Du hast jetzt alle notwendigen Maschinen, um die Bergbaudrohne mit der Schmelze zu verbinden. Befestige jetzt an alle Maschinen Lader und verknüpfe sie mit Förderbändern. Es besteht immer noch keine Verbindung zum Missionskommando. Wir haben unser Ziel fast erreicht und benötigen umgehend weitere Anweisungen. Okay, okay, okay. Was ist denn mit F2? Großartig. Wir haben die Maschinen angeschlossen und den Beförderungsprozess automatisiert. Ist Automatisierung nicht großartig? Automatisierung ist super. Jetzt ist es an der Zeit, uns zu vergrößern und mehr Schmelzen zu bauen. Ja, machen wir. Ein einziges Band voller Erz kann mit Hilfe von Ladern mehrere Schmelzen versorgen. In der Infodatenbank findest du das dazugehörige Diagramm. Ein Lader legt jeweils nur so viel Material in eine Maschine ein, dass sie nicht stoppt. So kannst du problemlos mehrere Maschinen über ein einziges langes Band schicken. Okay, wir wollen schmelzen. Maschinenteile? Lass mal gucken, jetzt wird's interessant. Die Platten kann ich mir holen. Wir brauchen Maschinenteile. Maschinenteile-Rezept. Ja, ja.
Wenn drei Maschinenteile machen, dafür brauchen wir die Platten wieder. Ah, so geht das. Okay, wunderbar. Also mal ein paar Maschinenteile. Da haben wir den Lader. Ne, ich brauche Schmelzen. Zwei Schmelzen können wir schon mal. Aber dann immer noch Maschinen. Ne, wir brauchen noch Platten, ne? Danach brauchen wir die Platten. So, noch einmal Platten herstellen. Und dann müssten wir doch noch eine Schmelze hinkriegen, oder? Wenn die Platten da sind. Das sind Baublöcke. Ach Quatsch, muss die Platten doch einfach rausnehmen. Wobei ich auch mehr Baublöcke brauche. So, Schmelzen haben wir 4 Stück gemacht. Baublöcke brauchen wir wieder ein wenig von dem Material hier. Dann können wir das wunderbar machen. Zack. Dann setzen wir das einfach daneben. Halt, ne, dich doch nicht. Dich doch. Ziehen das hier lang. Setzen unsere Dings da rein. Schön auf derselben Höhe. So. Die erste Aufgabe ist erfüllt. Wir haben eine Schmelzanlage errichtet. Das haben wir gut gemacht, oder? Ich brauche noch die Lader, ne? An dieser Stelle müssten wir eigentlich weitere Anweisungen erhalten, aber irgendetwas blockiert unsere Kommunikation. Ich denke, wir müssen improvisieren. Ja, wir improvisieren. Im befindet Alles sich gut. Der Bauplan eines Forschungsservers. Durch eine Materialanalyse sollte ich in der Lage sein, den Bauplan für einen Notsender zu erstellen. Nee, ich will erstmal die Lader brauen. Lass uns weitermachen und einen Forschungsserver bauen. Ja, machen wir gleich. Lass mich doch erstmal die Lader bauen, verdammt normal. Weil ohne die Lader kommen wir doch nicht weiter. So, Lader da drauf. Können wir nämlich das nächste Band von hier nach da. Und damit müsste der auch funktionieren, ne? Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich die Bänder vorher schon rüberziehen kann, aber ich würde fast vermuten, dass das kein großes Problem ist. So, der nächste Lader. Nein, ist kein Problem. Sehr schön. Muss ich nur alles hier selber wieder rausholen? Vermute, dass wir dann vorne später noch was machen können. Dass hier vorne noch ein Ausgang ist, ne? Ja, ja, da ist ein Ausgang noch. Sehr schön, aber ich möchte den einen Lader noch bauen. Elektronische Komponenten brauchen wir. Drahtspulen. Können wir eine machen. Ja, das oben hier kann ich ja schon mal wegnehmen. Das ist ja nicht schlimm. Oh, ich glaube, das Spiel macht mir Spaß. Ich glaube, das Spiel wird mir Spaß machen. Das wird lustig. So, dafür brauchen wir die Stäbe. Ja, die können wir hier nochmal schnell machen. Er hat zwar gemeckert, nein, mach das nicht. Mach keine Stäbe. Aber wir machen sie einfach. Weil wir das Material auch brauchen. Hier, komm her, nehmen wir mit. Ohne die Stäbe kommen wir nicht weiter. Das Fundament müssen wir größer machen. Also nicht direkt jetzt hier so klein-klein machen, sondern direkt mal schauen. So. Ja, weil jetzt können wir die Spulen machen. Machen wir mal schnell. Zack, zack, zack. Dann können wir die elektronischen Komponenten machen, wenn wir genug Stäbe haben. Zack, zack, zack. Aber dann macht er automatisch, wenn wir da... Okay, dann passt das.
Dann macht er die automatisch. Und dann machen wir noch zwei Lader. So, wir sollen irgendeinen Server wiederherstellen, sagt er. Kann ich hier rein? Kann den Charakter anpassen. Oh, dann möchte ich aber einen blauen haben. Möchte, dass bei mir alles blau ist. Habe ich jetzt nicht angepasst? Doch. Achso, anwenden. Ich möchte, dass wir ein blauer sind. Okay. F2 Server. Wenn wir mit dem Keen freizuschalten, beginn mit dem Bau eines solchen Servers. Okay. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Ah, hier Forschung. Platten, elektronische Komponenten und Stäbe. Also, wir brauchen auf jeden Fall Platten. Maschinenteile brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Platten, Stufe 1. Und wir brauchen die Stäbe. Kann nur der Schmelz hergestellt werden. Okay. Okay. Kriechen. Ach so, jetzt habe ich Tab gedrückt. So, das wollte ich nicht. Forschungspaket 1. Nee, wir machen jetzt erstmal hier. Wir brauchen 20 Stäbe. Ich schreibe mir aber nicht, was uns fehlt, ne? 20 Platten, 10 Komponenten, 10 elektronische Komponenten. Gucken wir doch schon mal nach der Elektronik. Komm, haben wir hier Elektronik. Wo war das Feld? Hier vorne, ne? Da ist es. Da werden wir noch die Stäbe draus machen. Und uns hier, die Erzfelder kannst du nicht kaputt machen, aber wir könnten hier natürlich jetzt aufbauen. Was wir kaputt machen können, ist aber hier der Boden, ne? Cool. Sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall. So, wir hauen noch ein paar Stäbe rein, bitteschön. Wir machen uns ein paar Stäbe. Elektronischen Komponente habe ich nur 7. So, jetzt sollten wir 10 haben. Jetzt mal gucken, ob er es mir anzeigt, dass es okay ist. Ja. Brauchen wir noch 20 Platten und einmal hier vorne. Ja, jetzt muss ich jetzt natürlich aus jedem einzeln rausholen. Warum habe ich das gemacht? Geh da wieder rein. Ach, ist egal. Dann geh von mir aus da rein. So. Also das werden wir ein bisschen abändern noch müssen. Ach, hier fehlt unser Lader. Komm. So. Warum bist du denn da oben? Da solltest du gar nicht hin. Okay, wir verlieren die aber auch nicht. Das ist gut. Das ist gut. Ist natürlich blöd, wenn hier das alles so ein bisschen weitergeht. Wir sollten vielleicht nur eine Schmelze bauen, damit das da vernünftig ist. Ja, eine Schmelze bauen wir uns da noch hin. Dann haben wir den Lader, dann haben wir noch eine Schmelze. Dann haben wir eine mehr, als wir brauchen. Aber das ist ja nicht dramatisch. So. Okay. Wunderbar. Und wir brauchen noch, jetzt haben wir die elektronischen Komponenten verwendet, egal. Platten und Stäbe, die sind wir sowieso vorne am machen. Die holen wir noch. So, da haben wir bestimmt auch schon genug drin. So, davon brauchen wir jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Und schon können wir den Forschungsserver machen. Den sollen wir auf dasselbe Fundament setzen, ne? Dann hätte ich gerne noch ein bisschen Platz, dass wir dahinter was setzen können. Boah, das sieht schon cool aus. Hey, wir setzen es hier neben.
setzen es hier neben und dann machen wir auch gleich schon wieder Schluss. Dann haben wir die erste Folge. Zack, jawohl. Um Forschung voranzukommen, musst du Forschungspakete herstellen. Stelle einige von Hand her und stecke sie in den Forschungsserver, um den Notsender-Bauplan zu erforschen. Was, Notsender? Stelle Forschungspakete her. Ah, das sind die hier, ne? Und die müssen dann in den da rein. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich habe den jetzt nur dumm gebaut, weil hier die Forschung ist. Ich glaube, den drehen wir in der nächsten Folge einfach um. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann, euer Krausi. Tschüss.